Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Land Oberösterreich hat unter Schwarz-Grün sukzessive auf den Ausbau der Kinderbetreuung in diesem Land gesetzt. In den letzten 15 Jahren hat sich das Budget für die Kinderbetreuung vervierfacht, fast vervierfacht. Und das Ergebnis? Neben Oberösterreich, neben Wien, ist Oberösterreich das einzige Bundesland, wo der Kindergarten den ganzen Tag beitragsfrei ist. Wir haben die Kinderhöchstzahl 23 und eine hervorragende Betreuungsqualität in den Kindergärten. Das ist zwar noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber unter Schwarz-Grün gab es ein klares Bekenntnis zur umfassenden Unterstützung der Familien. Denn die Kinder sind unsere Zukunft und bei ihnen zu kürzen, wäre uns ehrlich gesagt absurd vorgekommen. Die Zeiten sind vorbei. Es wundert mich auch nicht, weil Dr. Heimbuchner hat selber gesagt, für ihn ist die Kinderbetreuung doch eher Privatsache, die Eltern sollen sich das selber organisieren und am Ende auch selber dafür bezahlen. Und genau das wird jetzt passieren. Eine Gebühr wird es geben, wie viel die einbringen wird, ist noch relativ unklar. Ich habe mit einigen Gemeinden gesprochen. Einige Gemeinden sagen, sie wissen es noch nicht, sie haben noch keine genauen Zahlen. Die Medienberichtszahlen hernehmen, einen Taschenrechner bedienen, wissen und budgetieren einen Abgang. Gemeindebundpräsident Hinksamer hat es heute schon hier angesprochen. Das geht sich mit der Gebühr nicht aus. Und da gibt es auch eine klare Botschaft. Sie rechnen an den Lebensrealitäten der Familien im Land vorbei. Das, was diese Gebühr an Zusatzeinnahmen für die Gemeinden einbringen soll, wird sie nicht einbringen. Sie werden es bei der ersten Evaluierung dann sehen, Frau Landesrätin. Aber was das heißt für die Familien, ist noch viel wichtiger. Für die Familien ist das nämlich ein ganz schlechtes Geschäft. Sie werden in Zukunft für eine schlechtere Qualität in der Kinderbetreuung mehr Geld bezahlen müssen. Sie werden für etwas, das Sie vorher in einer besseren Qualität zur Verfügung hatten, gratis zur Verfügung hatten, jetzt Geld zahlen müssen. Und jetzt triff ich Eltern, die sagen, gut, Gebühren am Nachmittag ist nicht so schlimm, wenn es sozial gestaffelt sind, wenn es die Alleinerzieherinnen ausnehmen. Dann kann ich mir das schon vorstellen. Nur ich will eine ordentliche Qualität in der Kinderbetreuung. Ich will diese ordentliche Qualität in meiner Heimatgemeinde. Und die Gefahr ist latent, dass in Gemeinden, wo wir nur mehr 11 Kinder in der Gruppe haben, in Zukunft sich 2, 3 Kinder abmelden, weil der Kindergarten gebührenpflichtig wird am Nachmittag. Und dann gibt es in der Heimatgemeinde, der Herr Landeshauptmann Stelzer ist darauf eingegangen im ZIP2-Interview, dann gibt es in der Heimatgemeinde keine Kindergartengruppe, dann wird das Kind kurz nach dem Essen, wo es eigentlich schlafen sollte, mit einem Bus in die Nachbargemeinde geführt. Das ist eine schlechtere Qualität und das wird sich für die Familien verschlechtern. Das ist für die Familien ein unglaublich schlechtes Geschäft. Wir werden es bei der ersten Evaluierung sehen. Ich bin der festen Überzeugung. Und das Zweite, was ich ehrlich gesagt ein bisschen ankreiden muss, ist im Budgetbegleitgesetz die Kinderhöchstzahl im Kindergarten so klammheimlich auf 25 zu erhöhen. Die Gemeinden können völlig autonom die Gruppen größer machen. Alle Bildungsexpertinnen sagen uns, die Kinderhöchstzahl, die Betreuung, der Betreuungsschlüssel ist essentiell für die Qualität der Betreuung. Jetzt gibt es eine werdende Bundesregierung in Wien, die sagt uns, wir brauchen bessere Förderung im Kindergarten. Jetzt reden Sie mal mit einer Kindergartenpädagogin, die mit einer Helferin bei 25 Kindern dann Einzelförderung machen soll. Ja, die muss schauen, dass die 7 Stunden überlebt. Das ist völlig an den Realitäten im Kindergarten vorbeigedacht. Und das geht sich nicht aus, da müssen Sie mehr Geld investieren als schwarz-blaue Landesregierung, wenn Sie eine bessere Qualität im Kindergarten haben wollen. Was passiert aber? 10 Millionen Euro weniger gibt das Land Oberösterreich aus. Das erste Mal seit der Jahrtausendwende kürzen wir bei der Kinderbetreuung herunter. Und ich finde ja ganz grundsätzlich, wenn der Dr. Heimbuchner und seinem Weltbild, wenn es dem entspricht, dass Kinderbetreuung Privatsache ist, und die ÖVP ihm dafür eine Mehrheit gibt, warum nicht? So ist Demokratie, das gefällt mir nicht, aber so funktioniert das in der Demokratie. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass ihr den Familien zumindest die Wahrheit sagen könntet. Stellt euch hin und sagt den Familien ins Gesicht,
Ihr müsst in Zukunft für ein schlechteres Angebot Geld bezahlen. Stellt euch hin, sagt den Familien ins Gesicht, wir haben eine Prioritätenliste, auf der steht ihr nicht drauf. Sagt den Familien ins Gesicht, ihr müsst zwar heute die Kosten für eure Kinderbetreuung bezahlen, ihr müsst im selben Zeitraum die Schulden eurer Großeltern bezahlen, aber bitte sorgt dafür, dass die Kinder so gut ausgebildet sind, dass sie eure Pensionen dann irgendwann auch zahlen müssen. Das wäre ehrlich und das fehlt mir in dieser schwarz-blauen Koalition. Wir können diesem Punkt natürlich nicht zustimmen. Danke.